Oh ja, los geht's. Maximal eine Stunde, dann wären wir so gegen 6 da. Naja, halt irgendwie nicht so, weil dann kam halt... Der aktuelle Vlog läuft echt wie eine 1. Der ist innerhalb von einem Tag auf Platz 1 gesprungen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich das Schlüsselwort iPhone mit untergebracht habe. Vorhin hat es dann echt einmal einen ordentlichen Schub bekommen, sodass ich dann innerhalb von wenigen Augenblicken mehrere hundert Aufrufe dazu bekommen habe. Zwar ging die Wiedergabezeit ordentlich dabei runter, aber diesmal scheint das Thumbnail sowie auch der Titel extrem interessant zu sein. Das ist tatsächlich das Thema Geschichten erzählen, Storytelling. Zumindest glaube ich, so langsam so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich gewünscht ist und ja. Freitag, heute endlich wieder Wochenende. Das Spiel war geil. Hä? Oh ja, los geht's. Allerdings der Hinweg. Wir sind geschmeidig um 5 losgefahren. Gedacht, gut, halbe Stunde Fahrt. Und dann werden wir schon so gegen, ja, bisschen mit Anfahrt natürlich, weil da viele hinwollen. Ich glaube, 6.500 gehen in die Butze ja rein. Ne? Dreiviertel Stunde, vielleicht maximal eine Stunde, dann wären wir so gegen 6 da. Naja, halt irgendwie nicht so, weil dann kam halt... Somit wurde es dann auf einmal schon kurz nach 6. Bis dann irgendwann dann mal von einem anderen Parkplatz runterkam, weil wir da verkehrt gewesen sind und zu einem anderen gefahren sind. War dann schon mal wieder 5:45, als ob das alles natürlich nicht reichen würde. Haben wir am Ende des Tages in der letzten Sekunde uns einchecken können dort. Da hatten wir unsere Handys mitgehabt, wo wir dann das Ganze einmal abheben konnten. In der ganzen Hektik und Aufregung habe ich dann natürlich mal wieder vergessen zu filmen. In der Halle angekommen war das Licht sogar schon aus und haben dann dort, ja, im Prinzip während die schon eingelaufen sind, waren wir gerade so 5 Minuten vor Spielbeginn. Sind wir dann auf unserem Platz angekommen in Reihe 3 und mussten dann erstmal so ein bisschen runterfahren und erstmal alles ein bisschen verdauen, weil das dann doch ein bisschen sehr, sehr hektisch geworden ist alles. Es ärgert mich tatsächlich ein bisschen, dass ich das nicht mitgefilmt habe, euch deswegen jetzt nur erzählen kann. Aber ansonsten war das eine Nummer, die doch sehr spannend gewesen ist. Das Spiel war auf jeden Fall richtig genial. War richtig Action hinter. Ich kam da eigentlich mit der Erwartung, alles blumig so ein bisschen. Da habe ich dann ran, mein Bruder schon voll am Feiern, so Hass, 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 wie das dann eben immer so ist, weil, ne, Kampfgeist und so. Naja, und dann war das auch dementsprechend Hass, 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 weil das ging ordentlich zur Sache. Und mit 34, 32 war es dann ja am Ende des Tages auch ein bös knappes Spiel. Und, ne, während die eine Mannschaft mal ein bisschen geführt hat, dann mal die andere, dann war mal wieder Ausgleich, hat sich das eigentlich bis so zum Spielende durchgezogen. In der ersten Halbzeit habe ich auch tatsächlich ein bisschen tiefenentspannt da gesessen, erstmal ganz in Ruhe geguckt, weil ich auch einfach ankommen wollte, mal so ein bisschen runterkommen wollte, direkt nach der Arbeit immer gleich los, ist auch ein bisschen doof. Und daraus haben wir dann letztlich in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen was gefilmt. Ich habe dann so ein paar Shots hinbekommen. Nicht den Shot, den ich gerne wollte, aber das macht auch nichts. Wir werden gerade nicht das letzte Mal da gewesen sein. Yeah.
Jetzt sind wir eigentlich schon beim Freitag angekommen. Dementsprechend wollte ich jetzt noch so ein bisschen B-Roll filmen und euch so ein bisschen was von der Woche erzählen und so ein bisschen die Eindrücke vermitteln. Ich hoffe mal, das hat Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, gebt gerne einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne ein Abo da. Das nächste Video kommt auf jeden Fall. Und ja, sehen wir uns im nächsten auf jeden Fall wieder. Home.